Ich habe mehr Probleme als erwartet hier in Gens Castell. Willkommen zurück zu Zelda Wind Waker HD. Ja, die Räume des Draco-Sanktuariums und von der vom verbotenen Hain, die waren jetzt nicht gerade geil. Und deswegen habe ich jetzt Angst vor dem Terra und dem T4-Tempel. Weil die sich auch nicht nett werden und wetten wir, dass hier irgendwo ein Pyromagus kommt. Ich wette es schon. Also nicht in den Särgen, aber ne. Hier irgendwo auf dem Highway to Hell. War da jetzt irgendwas Wichtiges drin? Oh, jetzt weiß ich, was das war. Oh, das war doch irgendwie was richtig Nerviges. Ja. Das war was richtig Nerviges. Daran erinnere ich mich noch, ja. Och, hau doch ab, du schwuler Zombie. Dich will doch keiner. Echt nicht. So. Nee, hier war irgendwas ganz, ganz Nerviges mit Schaltern, glaube ich, oder sowas. Da erinnere ich mich gerade an was. Ja, wir kennen alle dein tolles Geschrei. Trotzdem wirst du in der Hölle schmoren. So, gib mal die Bomben her, die können wir gebrauchen. Haben nicht mehr so wahnsinnig viele. So, dann sind die ersten Särge down. Oder beziehungsweise die Inhalte daraus sind tot. Ich glaube, da gibt es dreimal sowas, oder? Nur zweimal, okay. Ja, hier. Ja. Da kommen gleich Glibber-Dinger. Diese dunkelblauen Glibber-Dinger. Und die müssen wir. Ja. Tatsächlich. Oh, das ist richtig nervig, Freunde. Das ist richtig nervig. Wir müssen jetzt nämlich einen von diesen blauen Glibber-Dingern hier zum Licht locken. Dass der versteinert, dann auf den Schalter stellen und dann rechtzeitig. Und ihr wisst, dass es manchmal echt ziemlich schwierig ist. Ich will ihn noch ein bisschen näher kommen lassen. So jetzt. Das reicht's eigentlich. Müssen jetzt auf den Schalter stellen und dann rennen, was das Zeug hält. Denn die halten nicht lange. Das wissen wir. Deswegen darf ich mich jetzt auch von nichts treffen lassen oder aufhalten lassen. Wir müssen jetzt ganz schnell hoch. Und haben es geschafft. Der hier. Was macht der? Ach so, nochmal dasselbe. Ach so. Ja, war ich gerade noch nicht darauf vorbereitet, um ehrlich zu sein. Diesmal machen wir es aber etwas schwieriger. Denn diesmal ist der Lichtstrahl auf dieser Seite. Das bedeutet engeres Timing. Wir müssen erstmal eine Statue nach hinten tragen. Auf den Schalter stellen und zurückrennen. Und das ist nun wirklich ein engeres Timing. Weil das gerade, das war ja nicht schwierig. Eigentlich. Nein! Ich komme an die vorbei, oder? Jo. Nein. Ah, doch, ich bin oben, danke. Sehr gut. Jo, dann ignorieren wir den Typen einfach mal und gehen weiter. Schön. Gut. Ja, damit hatten wir jetzt weniger Probleme als mit den ersten beiden Dungeons, was ich schon ein bisschen komisch finde, aber gut. Ja, ich wusste halt noch genau, was hier passiert. Und jetzt haben wir wieder Jalhalla vor uns. Ich freue mich drauf. Der Boss ist cool. Wisst ihr, dass ich den mag. Ich weiß, dass manche den nicht mögen, weil. Ich weiß ja eigentlich gar nicht wieso. Also ich mag den einfach. Vielleicht wegen den ganzen nervigen kleinen Gegnern, keine Ahnung. Oder weil man hier genau treffen muss. Diese Stachelwand, ich weiß es nicht. Ich finde ihn cool. Vor allem einfach ein innovatives Konzept. Das finde ich so geil hier. Einfach total innovativ. Und der letzte Boss, ne, ja, wisst ihr, der war eigentlich eine Flasche. Deswegen, ich glaube, der letzte Boss jetzt, der wird nicht nochmal so das Problem. Natürlich ist der letzte dann auch der, der jetzt noch am längsten dauern wird dann, weil der eben nicht mehr so schnell verletzlich ist wie die anderen. Weil der ist, wie es bei den anderen war. Die anderen hatten jetzt, die waren deutlich schneller tot. Zumindest die Pflanze war ja richtig, richtig lame jetzt. Weil man die auch wirklich schön mit dem Schwert zufügen muss. Und ja, wenn man dann natürlich ein stärkeres Schwert hat, was man am Anfang im Dungeon nicht hatte, ist es klar, dass es das dann deutlich schneller geht hier. Aber bei Jalhalla hatten wir jetzt schon. Gut, da hatten wir noch kein gestärktes Schwert, also nicht ein einziges Mal gestärkt. Und eine einzige Stärkung ist jetzt noch dazugekommen, seit wir den C4-Tempel gemacht haben. Kann natürlich auch was heißen, aber nicht so wahnsinnig viel. Jetzt sehen wir unten nochmal die Progress-Bar immer. Jetzt natürlich gerade nicht in der Sequenz da. Wir haben schon mehr als die Hälfte von ihm weg, das ist doch schön. So muss das sein. So, jetzt speit gleich wieder Feuer. Genau. Dann lasse ich ihn lieber mal und dann
Gehe ich natürlich genau zur falschen... Wow. Das hat er aber noch nie gemacht, glaube ich. Also das habe ich noch nie mitbekommen. Ach so, dann bin ich... Ach so, jetzt verstehe ich... Ja. Genau, dann bin ich so falsch rum. Dann habe ich eine falsch rum Steuerung. Also wenn ich da links lenke, dann gehe ich nach rechts und so weiter und so fort. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ach, das Ganze erinnert mich so an Bowser, habe ich das schon mal gesagt. So typischer Mario 64 Bowser. Wie gesagt, ich gucke ja gerade bei Lux Lightning. Mario 64 DS. Oh mein Gott, ja. Ich nehme gerade übrigens sehr, sehr viel auf Puffer auf hier, sage ich mal. Also sehr, sehr weit im Voraus. Ich bin gerade mal beim C4-Tempel beim Rendern. Bin jetzt beim letzten Part da. Und ja. Die ganzen Sidequests, die ich dann nochmal gemacht habe, inklusive letztes Herzteil, Ewigkeiten suchen und so. Das habe ich alles überhaupt nicht gerendert. Muss ich alles noch machen. Aber ich hatte jetzt einfach Bock auf das Finale. Und ich habe dann vor allem auch extremst Bock auf Majora's Mask. Ich freue mich so darauf, ne? Das klappt ja gar nicht. Aber erstmal haben wir hier noch Wind Waker. Und das epische Finale von Wind Waker. Also was heißt episch? Ich finde jetzt nicht so geil wie in Twilight Princess oder Skyward Sword oder Ocarina of Time. Also eigentlich so von denen, die ich gespielt habe, finde ich das mit das Schlechteste. Außer vielleicht Minish Cap. Das war jetzt nicht so. Minish Cap war jetzt wirklich nicht so berauschend für so ein Zelda. A Link to the Past, gut, mit dem Spiel konnte ich generell nichts anfangen. Aber Wind Waker. Ich sag mal, von den 3D-Zeldas so. Ist es jetzt von der Story her am Ende dann auch das Schlechteste. Aber es ist trotzdem episch. Und es ist ja in HD, das Remake. Also. Eine hübsche Grafik. So, und jetzt bist du tot, Jalhalla. Er ist ein zweites Mal Geschichte. Sehr schön. Und wir haben auf jeden Fall noch Zeit für den zweiten. Das ist sehr gut. Also für den endgültig letzten jetzt in dem Fall. Ich finde es auch schön, dass man da wirklich gut erkennen kann, welcher Boss welcher ist, ne? Also, man erkennt die alle so wieder. Den Jalhalla konnte man jetzt erkennen, weil er ziemlich fett ist und so. Und die Pflanze konnte man erkennen, weil sie halt so ganz viel Tentakel hat und sowas. Ah ja, das Glücksamulett, oh mein Gott. Das wollte ich doch unbedingt haben. Ist ja nicht so, als hätte ich schon 40 von denen gesammelt, aber... Naja. Boah. Ich wusste es doch. Irgendwo kommt noch ein Pyromagus und da ist es soweit. Ich habe noch nicht so ganz durchblickt, was ich jetzt genau machen soll, aber... Auf jeden Fall brauche ich erstmal die Pfeile, weil der Typ, der... Nee. Zack, so. Sehen wir auch ganz schön, dass er zwei Treffer aushält, immer die Hälfte weg. Zack. Wir müssen jetzt eigentlich nur da... Ist hier irgendwo ein Wind oder so? Nee. Eigentlich müssen wir das doch nur hier drauf und dann... Ach, Dekoblatt, ja, das bräuchte ich natürlich auch. Das ist klar. Yay! Okay. Muss ich da drauf? Im Zweifel ja. Weil da komme ich ja nicht durch. Darfst auch gerne... ich wusste, dass das passiert, ne? Darfst auch gerne auf den Schalter springen. Wie komme ich denn auf den... Ich glaube, da muss man echt hier runter und dann da hoch, ne? Anders kommt man auf den Schalter nicht drauf. Ich glaube, das haben sie absichtlich gemacht. Da wollten sie mich bestimmt noch mal ein bisschen trollen. Was ist denn da? Hä? Muss ich dann von da... Ich weiß es nicht. Muss man versuchen. Hä? Achso, nee, dann muss ich das so... In die andere Richtung. Okay. Ich meine, da ist ja so ein Spalt zwischen den beiden. Ich habe da trotzdem noch sehr großes Misstrauen. Nö, ich kann da durchgleiten, gut. Ach so, aber ich muss dann auch gleichzeitig... Ach so. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Dann muss ich wohl doch auf diese Plattform drauf, oder? Indem ich dann von da runter gleite. Weil ich glaube, so wird das nicht passen. Das sah jetzt nicht so danach aus, als würde das funktionieren. Trotzdem, wie komme ich denn auf die Plattform drauf? Das hat gerade irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber was mache ich jetzt überhaupt? Kann ich jetzt einfach so... Okay, da komme ich jetzt einfach so rüber. Gut, das ist ja nett. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mann, ich drücke immer den falschen Knopf hier. Für die Eisenstiefel. Ich lasse mich jetzt einfach mal da direkt dran fahren, also... Ohne Dekoblatt, ohne gar nichts. Also ohne alles. Also so komme ich da jedenfalls nicht hoch. Oder soll man von da drüben? Das kann auch nicht sein. Aber ich muss da ja eigentlich hoch, ne?
Also wir versuchen das jetzt nochmal. Ohne. Aber ich wette, dass das nicht funktioniert. Ihr seht ja doch, das funktioniert niemals. Es ist zwar knapp, aber das ist schon beabsichtigt, dass es so knapp ist. Dass es so aussieht, als könnte man das... Falscher Knopf. Ich habe schön fett auf X gedrückt. Während ich gerade immer auf... Was machst du denn schon wieder hier, Mensch? Wenn ich gerade die ganze Zeit auf die scheiß Z-Taste gedrückt habe für die Eisenstiefel, wo ja leider jetzt mein Greifhaken liegt. Mein Greifhaken. Da lag sonst immer der Greifhaken. Jetzt liegt da leider mein Enterhaken. Mein Dekublatt. Wo bist du? Da oben. Wie kommst du da hoch? Wieso komme ich da nicht hoch? Menno. Ich muss da hoch. Das ist das Problem. Jetzt drück schon wieder die falschen Knöpfe hier. Kann doch nicht wahr sein. Ihr seht ja, ich komme da nicht hoch. Das geht nicht. Ich kann ihn doch nicht näher ranschieben hier oder so. Sehr merkwürdig. Übersehe ich gerade? Also, verstehe ich da gerade einfach irgendwas nicht oder... Das ist ja jetzt der Viertempel, ne? Oder? Moment, ist das der... Ja, doch, das ist jetzt der Viertempel. Das heißt, eigentlich muss das hier auch irgendwas mit dem Greifhaken zu tun haben. Würde zumindest Sinn machen. Wobei das jetzt, glaube ich, eher auf den ersten Teil des auf dem ersten Teil des Dungeons basiert. Wo man den eben noch nicht brauchte. Ja. Also ich verstehe es nicht. Bin ich gerade zu blöd für. Lass ich mal fallen. Übersehe ich irgendein Item oder sowas? Oder soll ich es einfach nochmal versuchen? Weil wie gesagt, das ist relativ knapp immer. Das war relativ knapp, wenn ich von hier aus direkt springe. Andererseits, was hat denn dieser Turm dann für einen Sinn? Also der muss ja eigentlich irgendeinen Sinn haben. Irgendeinen tieferen. Kannst du eigentlich hier nicht irgendwie hochklettern oder so? Ja, versuchen wir es einfach nochmal, würde ich sagen. Ich glaube, das war jetzt wirklich der höchste Punkt, aber das sieht nicht danach aus, als würde ich es schaffen. Nein. Es geht nicht. Ich bin da gerade zu blöd für diesen Raum. Sonst hätte ich gedacht, vielleicht gibt es hier irgendwie so einen Schalter, der irgendwas macht, aber... Nö. Irgendwie ja nicht. Ich muss hier echt nochmal umgucken. Das kann ja nicht sein. Was sind denn da auch für komische Kreise? Was sagen die mir? Keine Ahnung. Und sehen so verdächtig aus. Habe ich eine Karte? Nee, ne? Hm. Hätte sein können, dass die dann da was anzeigt oder so. Ey, das gibt es doch nicht. Ich stehe jetzt hier echt mega auf dem Schlauch. Keine Ahnung, Alter. Bin ich wieder so blöd oder ist es einfach? Also, bin ich zu blöd und ist es einfach oder ist es wirklich schwer, oder? Oder muss man eigentlich drauf kommen, oder? Keine Ahnung. Ich kann das Ding auch nicht verschieben. Ich erinnere mich nur an die verwunschene Bastion. Wo ich die ganze Zeit nicht gepeilt habe, dass ich ja einen Dekulat habe. Hier bringt mir das Dekulat aber auch nichts. Das sieht ihm aber noch wahrscheinlich aus, dass ich das schaffe als das andere. Und von hier aus nach hinten segeln, das klappt niemals. Da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher.
Natürlich nicht ausprobiert, aber da bin ich mir eigentlich auch so sicher genug. Nein. Linky Boy. Mach keinen Scheiß. Ich guck das jetzt nach. Ganz ehrlich, der Part ist eh vorbei. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir sehen uns dann. Da bin ich aber echt mal auf die Lösung hier gespannt. Scheiße, bis dahin. Tschüss.